Erstmal deine Dreckskameraden. In denen scheinst du ja einen Überschuss zu haben. Oh ja. Okay, der hält aber auf jeden Fall was aus. Respekt, was? Ich bin doch ausgewichen. Okay, Gromwurf ist stark. Gebe ich zu. Ja, genau. Lauf da noch rein. Okay, das weiche ich doch auf jeden Fall aus. Oh nein. Nein! Warum belebst du diese Missgeburt wieder? Dieser Huren hat es nicht mal verdient, von mir wiederbeleben zu werden. Drecksficker, ey. Oh, du kostest mich nur Leben. So, schnell wiederbeleben. Jetzt habe ich Zeit für dich, Pisser. Okay, ausweichen, ausweichen, ausweichen. Okay, der hat was drauf. Very nice, das gefällt mir. Oh mein Gott. Okay, jetzt müssen wir hier mit Geduld ran. Mit sehr viel Geduld. Denn der Wichser hält verdammt viel aus und lässt mich nur sehr schwer an sich ran. Und Schaden, den wollen wir nicht mal anfangen zu nehmen. Ja, Rex verreckt mal wieder. Rex, du bist der beste Support. Nicht so schnell. Was? Jawohl, getroffen. Oh, fuck! Oh, das wird schwierig. Der Kampf wird nicht leicht. Ich sehe es kommen. Das wird viel von mir abfordern. Da lebt noch der Bastard. Mit den Drecks-HPs. Okay, das nutze ich jetzt und hol ihn wieder. Schnell, 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 schnell. So, Rex, bleib bei mir. Oder greif ihn an. So, ich gehe jetzt mal offensiv ran. Irgendwas muss ja mal ein Schaden gemacht werden, ansonsten... Wer hätte gedacht, dass der letzte Gegner, der mir vielleicht meine 60 Level beschert, so ein starker ist. Oh mein Gott. Okay, du Wichser. Bis die Harte tut! Oh mein Gott. Ich sterbe. Wie? Der macht mir jetzt Angst. Der Wichser macht mich kalt. Da ist kein Platz für dich, Rex. Du dummes Stück Scheiße. Ich muss erstmal aufpassen, dass ich selber nicht drauf gehe und noch mit irgendwie mit 18 Heiltränken da im Rennen bleibe. Oh fuck. Ich werde das bereuen. Fuck. Fuck, 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 fuck. Warum? Heilen! Oh nein. Oh, es könnte schon mein Ende sein. Lasst mich in Ruhe! Ihr Bastarde! Oh mein Gott, wer hätte gedacht, dass der letzte Kampf so spannend wird? Du kleine dreckige Kackratte. Ausweichen, heilen und Rex beleben. So Rex, jetzt darfst du mal endlich mal in den Einsatz gehen. So, das nutze ich aus, solange er hier noch verbunden ist. Fuck. Mit seiner Scheiße lässt er mich unnormal langsam ran. Ja, ziemlich viel ausweichen. Also. Okay, ausweichen. Fuck. Oh mein Gott, oh Scheiße. Das hätte ich nicht machen sollen. Das könnte mich noch meinen Tod gekostet. So, jetzt komm her. Die! Was, nicht die? Aber jetzt die. Level 60! Fuck you, Bitch, hier. Stinkefinger in dein Gesicht, Mann. In deiner verdreckten Arschritze, ey.
Oh, geil! Level 60! Endlich, Leute! Willkommen im High-End-Gebiet! Willkommen im High-End-Gebiet! Oh, Mann, bin ich pumped, ey! Schwanzlutscher! Dachtest du, fixst mich? Nein, ich picke dich! So, Attribute auf... Oh, alles um einen! Sehr gut! Kann ich mal gebrauchen. Fertig, danke! Talente, zum Schluss noch das ballern. Perfekt. Ja, Leute, Level 60. Das war's eigentlich. Mit dem Leveln und dem ganzen Ding. Wo ist die Truhe? Die Truhe war doch, da war doch eine Truhe ab 60, oder nicht? Oder ist die schon offen? Ich sehe die Truhe nicht. Oder habe ich überhaupt eine Truhe bekommen? Das ist hier die Frage. Nein, scheinbar nicht. Aber egal. Erstmal Dolche anziehen. Wichtigste Tat. So. Ja, Leute, das ist jetzt die Level 60. Endlich, Leute. Wir haben es geschafft. Dolch der Vergeltung gibt's nochmal drauf. Der Scheißdreck ist. Oh, das waren qualvolle Parts. Das waren... Ich erinnere mich, wo wir noch mit Level 1 angefangen haben und ich dachte, das wird hier das... Rushen wir mal eben durch, machen das hier eben Tutti Frutti. Arschlecken Tutti Frutti, das war wohl, sagen wir mal so, alles andere als Tutti Frutti. Vor allen Dingen, als wir uns mindestens ab der Hälfte des Levels bewegt haben, wurde es schon ziemlich schwer, ne? Vor allen Dingen, wenn so, du so einen schwulen Begleiter wie Rex hast. Aber egal, Leute, ich bin froh, dass ich es geschafft habe. Natürlich, das klingt jetzt so, als würde ich mich schon vom Projekt verabschieden. Es geht natürlich weiter. Ich habe gesagt, bis ich dieses Let's Play abbreche, was heißt ja abbreche, bis ich dieses Let's Play für beendet erkläre, wird das noch eine Weile dauern. Ich glaube, 200 Parts sind noch drin, also bis 200 Parts. Denn es gibt noch viel zu tun. Ich muss jetzt schauen, was es jetzt im High-End zu tun gibt. Was für Dungeons es gibt, ob es vielleicht irgendwelche Questreihen jetzt mit 60 gibt, die die Story vorantreibt. Ich habe ja gesagt, dass ich mit Level 60 die Foundries machen werde. Also sprich, so welche Quests, die von Spielern selber gestaltet wurden. Und. Gucken, was PvP läuft, alles. Mal schauen. So, erstmal gehen wir die letzte Quest ab. Holen uns noch einen Buff, warum nicht? So, danke. So. Wir müssen sorgfältig planen. Mit dem Tod von Gommel habt ihr die Schwertküste vor der Auslöschung bewahrt und womöglich die gesamte Welt gerettet. Jeder in Neverwinter schuldet euch sein Leben und ich übermittle euch im Namen aller meinen Dank. Kein Ding. Das Feuer wiederbringen. Neverwinter muss über die hiesigen Geschehnisse informiert werden. Ihr habt Gormeth besiegt und ihn davon abgehalten, den Ursprünglichen zu erwecken. Jira ist jedoch weiterhin eine Gefahr und die Stadt muss davon in Kenntnis gesetzt werden. Übernehme ich. Das andere ist die Höhen von Caradonc. Das ist halt diese Dungeon, die wir nicht machen werden fürs Erste. So, ich begebe mich erstmal schnell zurück. Währenddessen kann ich erzählen, was ich jetzt noch geplant habe. Also wie gesagt, Raids, wenn es überhaupt sowas in der Art gibt, vielleicht spezifische Dungeons, Foundries. Ich habe gelesen, der Shadowmantel oder... Ich weiß nicht, nein, das war nicht Shadowmantel. Irgendein Update, was demnächst kommen soll, neue PvP-Modis anbietet. Also nicht sprich diese Herrschaft, die wir mal vor langer Zeit gemacht haben, sondern einen anderen Modi, eine andere Map und so weiter. Das werden wir natürlich ausprobieren. Dann natürlich Dungeons werden wir machen. Ich guck mal, was haben wir denn für Dungeons? Ja, das ist... Ah, perfekt! Hier, Leute. Das sind Dungeons, die wir schon mal gemacht haben, Leute. Das sind schon mal alle, das sind jetzt Dungeons, die wir schon vor langer Zeit mal gemacht haben. Nur mit dem großen Unterschied, dass diese Dungeons jetzt heroisch sind. Also so, man kann es wirklich wie WoW vergleichen. Dass man halt bestimmte Dungeons auf heroisch machen kann. Was bedeutet das für die, die vielleicht WoW nicht gespielt haben und es nicht wissen? Das heißt... Erstens, Beute, naja, eigentlich nur Erfahrungspunkte zählt ja für uns nicht mehr. Das heißt, die Beute ist jetzt größer. Es gibt jetzt viel coolere Sachen abzustauben für uns. Gute Sachen zu holen. Natürlich muss ich erstmal eine gewisse Ausrüstungswert erreichen. Ich habe gerade mal 5500 und für die billigste brauche ich gerade mal 6800.
oder? 6000, nein, 5700 oder gibt es noch runter? Nein, 5700, das sind 200 oder so. Das werden wir dann übernehmen. Also ich bin gespannt. Ich werde noch einige, das ist vor allem deswegen gut, weil wir Dungeons, die wir mal nicht machen konnten, weil es halt keine Gruppe oder da oder sonst dergleichen gab, nachholen können. Und jetzt können wir die halt einfach in heroisch abschießen, was eigentlich auch nicht schlecht ist. Dann bekommt ihr mal einen Einblick, wie das aussieht, wenn wir das auf heroisch machen. Ich weiß selber nicht, wie das aussieht. Ich bin gespannt, ja. Vor allen Dingen, jetzt gibt es noch ein Gebiet, in dem wir uns begeben könnten, ins Unterreich. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon das letzte wäre oder ob dann noch was käme. Ich schau mal erstmal, was Nox jetzt für mich noch zu tun hat. Wenn er sagt, es gibt jetzt ein High-End-Gebiet, mit dem man eigentlich nur mit Level 60 betreten kann, da werde ich das natürlich machen. Und lasse das Unterreich aus. Also was heißt hier aus? Ich werde es später nochmal machen. Aber schiebe es erstmal hinten dran und setze anderen Sachen Prioritäten. So, wir sind jetzt schon endlich mal zum Anfang gekommen. Oder? Ja, wir sind schon mal am Anfang. Ich stecke fest, ich möchte raus. Danke. Gibt es hier einen Shortcut? Ja, es gibt Shortcuts. So, bevor ich hier verschwinde, kann ich mir noch was holen damit? Wir brauchen Proben. Nein, dafür habe ich zu wenig. Was ich machen werde, aber verkaufen, alles verkaufen, auch die Tränke. Denn wir haben jetzt können wir Level 60 Tränke tragen. Die sind deutlich stärker. So, verkaufen, 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 verkaufen. Account-Paket, fuck this shit, fuck damit. Was ist das? Das brauchen wir nicht mehr. Wir haben dafür schon diese hier. Verkaufen, 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 verkaufen. Die können wir, die brauchen wir nicht mehr. Die ist nur noch bis zu Level 6, Level Dingsbums da. Wir brauchen jetzt alles ab Level 60. So, ist das alles gut so? Ja. Jetzt nur noch Heiltränke kaufen. Davon kaufe ich mir jetzt mal 60 Stück fürs Erste. So, das sollte erstmal ausreichen. Perfekt. Dann klatscht sie rein. Bei der Katastrophe. Und gehen zurück, wo wir herkommen. An eurer Seite, wenn ihr mich braucht. Puh. Ich bin ein ehrlicher Kämpfer. Unser Sieg ist sicher. Erstmal zurück zu Dingsbums. Hier. So. Ein schlauer Kopf hat einen auf, wenn er auf der Siegerstraße ist. Ich bin froh, dass wir Level 60 sind. Bin wirklich froh darüber. So. Die Freude kann noch ein bisschen warten. Ich habe erstmal Post, die will ich mir anschauen. So, wo ist denn die Post? Wo ist die Post? Wo ist die Post? Wo ist die Post? Ja, wo ist denn die Post? Ach, da ist die Post. Ich habe sie ein bisschen übersehen. Ach, da ist sie ja. So, was haben wir? Uiuiui. Yeah! Seid gegrüßt, Squall. Glückwunsch zum Erreichen von Stufe 60. Eure fortwährende Siege haben euch zu einem Helden epischer Ausmaße gemacht. Als Belohnung für eure Heldentaten erhält ihr ein Bonus-Belohnungspaket epischer Held. Zusätzlich habt ihr für euch Folgendes verdient. Einen neuen Titel epischer Held, einen neuen Titel angezeigt, ein zusätzlicher Berufsplatz, weitere Berufsplätze, das mit mir. Euer Abenteuer endet hier noch lange nicht. Euch stehen noch jede Menge spannende Ergebnisse vor. Borg Never braucht eure Stärke. Es ist Zeit für den letzten Kampf gegen Valindra. Shadow Mantel. Betretet die Ruinen von Borg Never. Bekämpft euch dort die Monster Hall, um in das neue nekromanische Schöpfung zu sehen. Erhaltet Ausrüstung. Da. Gauntlet ist entdeckt. Gauntlet ist entdeckt. Die alten Ruinen wurden von der Weißding Dirk, die unter Lange betretet die eiserne Turbane und kämpft euch in dieser massigen Schlacht. Ein Erfolg schaltet eine besondere PvP-Schlacht, bekannt als Waffenkammer von Moradin frei. Der Sieger dieses Schlachtfeldes schaltet für die Fraktion des 5 Personen oder Gruft des Zwergenkönigs frei. Wir gestellt wie Gladiatorenmarken haben. Okay, es ist jetzt, glaube ich, ein neues PvP-Schlachtfeld für uns frei geworden. Okay. Bahnt sich euer Abenteuer in Gaunt? Okay, ich nehme das an. Danke. Danke, Cryptic Studios. So, Astraldiamanten, scheiße. Das ist fast eine schwierige Situation. Squall, ihr habt euch wieder in Beweis gestellt. Bla, 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 bla. Okay, was ist das? Ein Freund. Ich stehe euch für das sicherstehende Dokument Pirates Call Blackfeet auf dem Friedhof bereits die Flasche. Doch leider muss ich euch schon wieder um Hilfe bitten. Trefft euch mit mir in der Protectors Enclave auf den Stufen, die zur Halle der Gerechtigkeit führen. Ich habe eine Aufgabe, die erledigt werden muss. Okay. Stufen zu Hallen der Gerechtigkeit. Moment, wo sind die Hallen der Gerechtigkeit? Sind das die Hallen der Gerechtigkeit?
Sind das die Hain der Gerechtigkeit? Hain der Gerechtigkeit, das heißt, irgendwo dort war der Typ. So, bevor ich das annehme, ich glaube, das ist eine schurkenspezifische Quest. Ich gehe da mal aber hin. Ich schaue mir das an. Wenn es wirklich eine schurkenspezifische Quest ist, mache ich sie. Ansonsten, nein. So, Stufen zu Hain der Gerechtigkeit. Das heißt, hier irgendwo oder was? Hier? Oder wo jetzt? Hier? Ja, hier ist er nicht. Ja, tut mir leid, Kumpel. Wenn du mir da irgendwie sagst, Treppen und so, und da kommst nicht, dann nö. Habe ich keinen Bock drauf. So, gehe ich erstmal zu hier. Unseren guten Freund Noxibox. Die Protectors Enclave braucht eure Hilfe. Wieder einmal haben eure Bemühungen unsere Erwartungen übertroffen. Und ihr habt geholfen, die Zukunft Neverwinters zu sichern. Danke. So, ja, Leute. 4 Quests. Ach du Scheiße. Okay, wir gehen erstmal alle einzeln durch. Okay, Nox will nicht lesen, ich lese eben. Im Klingenhandel gibt es 2 interessante Gefährten, die ihr kennenlernen solltet. Beide behaupten, den Ort der verlorenen Zwergenstadt, Gauntle Grüm, zu kennen, und beide heuern Abenteuergeld für ihre Expedition an. Anscheinend konkurrieren beide miteinander. Also müsst ihr euch für eine von beiden entscheiden. Sprecht mit beiden Anwerbern, bevor ihr eine Entscheidung trefft. Ich hörte, dass es ziemlich teuer wird, falls ihr später die Seiten wechseln wollt. Okay? Das eigene Grauen überwinden. Es ist soweit. Lord Neverember hat Generalin Sabine und die Neverwinterwache damit beauftragt, Valindras Feste im Neverwinterwald, den Ring des Grauens, anzugreifen. Sprecht mit Generalin Sabine, um eure Rolle in der Schlacht zu besprechen. Erinnert ihr euch an die Schlacht bei der Brücke des schlafenden Drachen? Nun ist es an der Zeit, zu beenden, was ihr damals begonnen habt. Okay. Das Mysterium von Charandar. Eine merkwürdige Elfengesandte ist mit ihrem Gefolge hier in Neverwinter erschienen. Sie und ihre Wachen haben ihr Lager bei den alten Ruinen an der Spitze der Enklave aufgeschlagen. Wir wissen nicht, was sie hier wollen. Sie wollen nur mit euch sprechen und niemandem sonst. Irgendetwas sagt mir, dass sie einen langen Weg auf sich genommen haben, um eure Hilfe zu erlangen. Okay, nehmen wir auch an. Und eine Audienz beim Beschützer. Tolle Neuigkeiten. Eure vielen guten Taten im Namen der Stadt Neverwinter sind nicht unbemerkt geblieben. Der Beschützer höchstpersönlich hat Notiz von euch genommen. Ogmar weiß, wie oft ich eure Taten in den höchsten Tönen gelobt habe. Lord Neverember möchte sich persönlich bei euch bedanken. Er hat euch eine Audienz gewährt und wünscht, euch zu sprechen. Begebt euch so bald wie möglich zur Halle der Gerechtigkeit. Ich würde ihn nicht warten lassen. Okay. Das Ding ist aber übertrieben episch. Ich muss zwar 775 Leben abgeben, aber es gibt mir ansonsten alles 68 drauf, Leben und zu kriegen. Das ist nicht schlecht. Ich nehme das, glaube ich, sogar. Vor allen Dingen, weil es mein episches Item wäre. So. Eine Quest muss ich erstmal aber leider abbrechen. Ins Unterreich gehen. Das werde ich bei Noxibox später mal annehmen. So. Wir haben viel zu tun. Erstmal holen wir uns die Audienz beim König. Oder auch nicht. Ich weiß nicht, was auf uns erwarten wird. Ich würde erstmal sagen, Leute, vielen, vielen Dank für alle, die bis jetzt zugeschaut haben. Es war wirklich schön. Ich habe mich gefreut, wenn Leute eingeschaltet haben, Kommentare gegeben haben, Likes oder einfach nur geschaut haben. Es ist noch nicht vorbei. Wir werden in der nächsten Folge erstmal alles abarbeiten. Ich werde erstmal zu der Audienz gehen, dann muss ich dahin gehen, dann da. Quests, irgendwann werden wir Dungeons erledigen, Foundries machen, alles zu seiner Zeit, Leute. Aber wie gesagt, das alles erst in der nächsten Folge von Let's Play Neverwinter Online. Bis dahin, see ya, Leute.